Faschingskrapfen wie vom Bäcker, Leute, sind doch echt oberlecker, oder? Und wer liebt die nicht? Und die kann man auch zu Hause total schnell selbst machen mit einem Hefeteig. Und dazu brauchen wir ein bisschen Mehl. Und dann muss ich mir noch Milch mit ein bisschen Butter erwärmen. Ins Mehl machen wir so eine kleine Kuhle. Und da habe ich ein bisschen Hefe. Die tun wir da schön reinbröckeln. Das wird nämlich der Vorteig, ne? Kleines bisschen Zucker, dann geht es nämlich schneller. Und da habe ich hier schon, ist es schon warm genug? Guck da mal, immer mit dem Finger rein. Ich mache schon mal aus. Nicht, dass es zu heiß wird, weil sonst verbrennt die Hefe natürlich, ne? Nehmen wir schon mal runter. Warte mal kurz, bis ein bisschen abkühlt. So, jetzt ist schon ein bisschen abgekühlt, ne? Und dann tun wir ein bisschen was davon hier rein in unsere Hefe. Und die tue ich dann mit den Fingern einfach so ein bisschen zerknietschen und auflösen. Guck, und so sieht dann der Vorteig aus, ne? So richtig schön babbisch und es hängt auch alles an den Finger, aber das macht gar nichts, weil die Oma hat das auch so gemacht und das kotzt sich so. Und das wird so richtig lecker, sag ich euch. Muss man sich auch mal zwischendrin den Finger waschen, ne? Und den lassen wir jetzt schön an einem warmen Ort abgedeckt, so 20 Minuten gehen, dass das so richtig schön aufblubbert. So, guck mal, so richtig schöne Blubbels, ne? Und so muss es dann sein, dann können wir auch schon weitermachen. Jetzt geben wir dann die restlichen Zutaten noch rein und dann rühren wir uns richtig schöne Deich zusammen. Manchmal bleibt es da einfach am Rand stehen, das Mehl, aber das macht nichts, dann holen wir es einfach vor. So, und jetzt guck mal hier unten, ihr seht, der muss nämlich auf sich so ein bisschen ziehen. Der muss nämlich ein bisschen babbisch sein, der darf nicht so trocken sein, so genauso ist es richtig, guck. So, ne, das klebt direkt so ein bisschen. Dann nehme ich mir mal ein bisschen Mehl an die Finger. Und dann lösen wir den etwas hier von dem Haken, nicht? So. Siehst du, wie das klebt? Das ist wieder der Babdeich. Kennt ihr den Babdeich? Den hatten wir schon öfter, ne? Und jetzt bauen wir wieder unser Deckelchen. Und dann lassen wir den auch noch mal an einem warmen Ort 30 Minuten gehen. Schau. So muss der Deich aussehen, so richtig schön fluffig. Und jetzt habe ich mir so ein Backblech vorbereitet mit ein bisschen Backpapier drauf. Und da gebe ich ein bisschen Mehl drauf, verteilen wir so ein bisschen, dass unsere Teiglinge da nicht drauf pappe. Und auch an die Hände tut er euch so ein bisschen Mehl, weil der war ja auch richtig feucht, ne? Zieht sich so ein bisschen, dann machen wir uns jetzt die Teiglinge. Und da sollte einer, müssen wir abwiegen, ich habe es immer ausgerechnet, ne? Zwischen 77 und 83 Gramm wiege. Oh, das ist zu viel, ne? Schauen wir mal, 75 geht und dann machen wir so richtig schöne, runde Teiglinge. Also 75 Gramm geht ja auch noch, also nach unten oben haben wir schon ein bisschen Ausweichmöglichkeiten, ne? Aber die sollten so richtig schön rund werden und drum müsst ihr hier auch so ein bisschen da gucken, dass die keine Falten haben und so richtig feste zusammenkneten. Rolle, rolle, rolle. So, ungefähr. Und dann mit richtig gut Abstand legen wir das dann hier einfach so drauf. Und das Allerbeste ist, Leute, unsere Krapfen gibt's direkt ohne Bon. Ne? Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich war das erste Mal schon ziemlich erschrocken, wie ich beim Bäcker war und kriege einen Bon für meine Breze. Sag mal, also ich weiß nicht, was macht ihr denn damit? Ich habe es halt in die Tasche gesteckt, ich habe es mal gefunden, hier mir gedacht, ich zeige euch das mal. Was haltet denn ihr davon? Weil ich habe letztens erst einen Bericht gehört, irgendwo ging es darum, dass Printwerbung auch abgeschafft werden soll, also diese Briefkastenwerbung, weil es im Internet so alles gibt. Ja, ich weiß nicht, aber die alten Leute, die haben da, glaube ich, schon Probleme damit, weil nicht jeder hat Internet und ist internetaffin, ne, so 70 plus oder was machen da die? Schreibt es mir noch mal in die Kommentare, was haltet ihr davon? Und die lassen wir jetzt an einem warmen Ort abgedeckt noch mal 30 Minuten gehen. 2 Liter Öl habe ich schon mal da rein in meinen großen Wok. Der hat nämlich so richtig schöne Fläche. Und guck mal, man findet keine Freunde mit Salat, aber vielleicht mit Krapfen. Guck mal, die sind jetzt so schön aufgegangen, unsere Teiglinge. Ich habe noch ein bisschen Folie drüber gemacht, wenn es nämlich im Ofen gehen lässt, bei warmer Luft, dann trocknen die nämlich sonst so auf. Und da funktioniert das dann ganz gut. Und dann nimmt man sich auch auf jeden Fall so eine Kelle nicht anfassen, sonst kriegen die nämlich Stellen. Und jetzt hat das Öl 160 Grad und dann können wir schon mal loslegen. Dann nehmen wir uns den ersten hier mal so runter, ganz vorsichtig und dann immer auf den Kopf reinkippen, ne? Achtung! Und dann gleich den Deckel zu, damit sich der Oberteil auch noch ausdehnen kann.
also 3,5 Minuten ungefähr eine Seite und auch nicht nochmal rumdrehe, weil die sollen ja so einen schönen Rand an der Seite kriegen, weil das ist nämlich der Trick. Man darf die nicht nochmal hin und her drehen. Also guck genau, dass er die Temperatur haltet, dass sie auch nicht zu dunkel werden und dann kriegst du mal so richtig schöne Krapfe. Und jetzt dann rumdrehe. Guck mal, der hat schon einen tollen Rand. Und dann kann man den Deckel jetzt dann auch wegnehmen. Den brauchen wir jetzt dann nicht bei der zweiten Seite. Was ein Krapfen, Leute, hier, du. So, der erste schon fertig, guck mal. Und den tun wir jetzt noch auf den Küchenkrepp abtropfen lassen. Mensch, sind das tolle Krapfen, Leute. Und jetzt gibt's noch einen Spritz voll lecker Marmelade. Und dazu nehmen wir uns natürlich hier das Ding an der schönsten Stelle, wo man auch reinbeißen wolle. Und dann tun wir die Spritze einfach da reinstecken, ne? Und dann abgedrückt und Marmelade rein, ne? Oh, herrlich. Und dann kann man es noch tauchen, entweder in so einen groben Zucker oder halt an Puderzucker, was ihr halt wollt, ne? Also wenn es zu viel ist, kommt die Marmelade zurück, aber in dem Fall noch nicht. Ne? Ihr könnt natürlich nehmen, welche ihr wollt. Ich habe jetzt ganz traditionell hier die Hagebutte-Marmelade genommen, ne? Weil die liebe ich ja. Ne? Und dann haben wir natürlich noch die Variante mit Puderzucker. Die braucht man natürlich auch. Und wir sehen uns bei den nächsten Rezepten. Ciao, macht's gut.